Willkommen in Thompson. In diesem Trainingsmodul lernen wir den Betrieb der Union Pacific Electromotive SD40-2 kennen. Die sechsachsige, 3000 PS starke SD40-2 ist eine der erfolgreichsten Diesellokomotiven, die je gebaut wurden, und die Baureihe ist nach wie vor in ganz Nordamerika im Einsatz. Fast alle Züge auf der Cane Creek Subdivision setzen zwei oder mehr Lokomotiven an der Spitze ein. Wir müssen also die Dieselloks entsprechend als vor- und nachziehend einrichten. Beginnen wir damit, dass wir auf die geführte Einheit aufsteigen, also diejenige, die am weitesten links steht. Bei einer geführten Lokomotive muss der Führerstand deaktiviert sein, damit sie Befehle von der führenden Lokomotive empfangen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Schalter für Steuerung, Kraftstoffpumpe und Motorstart in der Position ausstehen. Bei geführten Einheiten müssen die Bremsen ebenfalls auf abgesperrt und Nachziehen 6 oder 26 eingestellt sein. Dies ist die Standardeinstellung für alle fahrenden Lokomotiven beim Szenario Start, sodass wir jetzt zur führenden Lokomotive übergehen können. Dies ist unsere führende Lokomotive. Mit anderen Worten, das Fahrzeug, von dem aus wir arbeiten werden. Wir müssen also dessen Steuerung einschalten. Unsere Motorsteuerung ist nun aktiv. Jetzt müssen wir die Bremsen auf führend und das Absperrventil auf Fracht einstellen, was mit den beiden Ventilen an der Seite des Steuerpults geschehen kann. Unsere beiden Lokomotiven sind nun betriebsbereit. Legen Sie den Richtungswender ein, stellen Sie ihn auf Vorwärts, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung. Fahren Sie dann bis zur Zielmarkierung und halten Sie dort an. Der Weg zu Ihrem Ziel ist in diesem Szenario für Sie festgelegt. Bitte beachten Sie, dass es auf der Cane Creek Subdivision zahlreiche manuelle Weichen gibt und das Lokpersonal immer darauf achten muss, dass die Weichen vor Ihnen für Ihre Fahrbewegungen richtig ausgerichtet sind.